kann ich schließen, ohne jener überfüllten Musik nochmals zu gedenken. Alles aber, mein Teuerster, ist jetzt ultra. Alles transzendiert, unaufhaltsam, im Denken wie im Tun. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den er bearbeitet. Von reiner Einfalt kann die Rede nicht sein, einfältiges Zeug gibt es genug. Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen. Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Und das ist ja auch das Resultat der Allgemeinheit, dass eine mittlere Kultur gemein werde, dahin streben die Bibelgesellschaften, die Lancastersche Lernmethode und was nicht alles. Eigentlich ist es das Jahrhundert für die fähigen Köpfe, für leichtfassende, praktische Menschen, die mit einer gewissen Gewandtheit ausgestattet ihre Superiorität über die Menge fühlen, wenn sie gleich selbst nicht zum Höchsten begabt sind. Lass uns so viel als möglich an der Gesinnung halten, in der wir herankamen. Wir werden mit vielleicht noch wenigen die Letzten sein einer Epoche, die so bald nicht wiederkehrt. Und so allem Guten und Echten empfohlen, treu, beharrlich, Goethe. Weimar, 6. Juni 1825. Jene Empfindung, die Goethe hier in einem Brief an Karl Friedrich Zelter zum Ausdruck bringt, ist eine der ältesten Formen der Sentimentalität, die wir kennen. Und doch erscheint dieses Gefühl mit jeder weiteren Generation frisch und gegenwärtig. Als ob gerade jetzt der Unterschied zwischen gestern und heute am stärksten sei. Früher war alles besser, ist kein rationales Gefühl, das in irgendeiner Form quantifizierbar ist. Nicht selten kommt es in jenen Zeiten verstärkt in Erscheinung, die in der Regel eine deutliche Verbesserung zu den vorangegangenen darstellen. Eine der vorrangigen Ursachen für diese Art zu denken liegt vermutlich in der Neurologie. Wir wissen heute, dass unsere Erinnerung nicht ganz die Wirklichkeit wiedergibt. Unsere Erinnerung ist brüchig und das Gehirn hatte die Risse längst mit Bildern und Eindrücken gekittet, die nur noch eine Annäherung an die Vergangenheit darstellen. Ob wir es wollen oder nicht, die meisten von uns neigen dazu, die positiven Erinnerungsfragmente bevorzugt zu behandeln, während all das Lästige, Unbequeme, all die Mängel und die Alltagsmühen, die ein Teil unserer Jugend waren, längst vergessen sind. Sie sind zumindest überschattet von dem Positiven, von dem, was uns geprägt hatte und von all dem, was wir heute nicht mehr haben und das unwiederbringbar verloren ist. Ja, wir wollen alle irgendwie ein Konzert von ABBA sehen. Aber wollen wir wirklich 4 60-jährige Schweden in Stretchhosen auf der Bühne erleben? Natürlich nicht. Wir wollen die Band von damals sehen. Wir wollen uns so sehen, wie wir damals waren. Wir wollen einfach wieder jung sein. Doch das größte Beispiel für diese sehnsüchtige Verhaltensweise lautet Star Wars. Star Wars oder Krieg der Sterne ist eine legendäre Science-Fiction-Trilogie aus den 70ern und frühen 80ern, die an dieser Stelle vermutlich keine nähere Vorstellung braucht. Es ist das geistige Produkt von George Lucas, der fortan auszog, um ein Hollywood-Mogul zu werden. Weltweit gibt es eine Generation aus Menschen, die damals 8, 14 oder 16 Jahre alt waren, also in meinem Alter oder ein kleines wenig älter. Dies war die Zielgruppe und eine Generationswelle zukünftiger Geeks und Nerds und Sammlern von Merchandise begann heranzuwachsen. Als fast 20 Jahre später bekannt wurde, dass eine neue Trilogie, die lange erwarteten Prequels Episode 1, 2 und 3, im Entstehen war, folgte eine hysterische Welle der Begeisterung. Lucas und Hollywood sollten das Wunder der Jugend möglich machen, aber wieder auf der Bühne jung. Was alles würde möglich sein mit den neuesten Special Effects? Die Erwartungshaltung ähnelte mehr einem Ausnahmezustand. Das Warten auf die Premiere von Episode 1, The Phantom Menace, wurde zu einem Phänomen, mit dem sich Spielfilm und Dokumentarfilm beschäftigt hatten. Verhaltensmuster wurden sichtbar, die man eigentlich nur mit religiösen Bewegungen in Verbindung bringt. Dann endlich war der große Tag da und die Rückkehr des filmischen Messias hatte stattgefunden. Ich kürze mal ab, das alles liegt nun auch schon 15 Jahre zurück und das Internet ist ja jetzt gefüllt mit Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden oder gar Millionen Rezensionen, Videos, Essays, Videoanalysen, Kommentaren, Online-Debatten und Forumbeiträgen, die sich alle darüber auslassen, welch ein Desaster die Prequels sind und wie sehr George Lucas ihre Träume und ihr Leben zerstört hat.
Und dieser Jar Jar Binks, was soll das denn? Und was soll denn das mit diesen Midichlorians? Der Haken an der Sache ist, die Star Wars Prequels sind noch immer ein filmisches Format, das sich an die 8-, 14- oder 16-Jährigen wendet. Nur eben in einer neuen Generation. An kleine Kinder, Jugendliche. Doch im Publikum sitzen all diese verbitterten 40-Jährigen, deren Psyche, Juvenoia, noch immer an dem Augenblick in 1977 oder 1979 festhält, als sie mit weit aufgerissenen Augen Darth Vader und Luke Skywalker verfolgt haben. Doch nun sind sie Angestellte irgendwelcher Werbe- oder IT-Agenturen, halstief in ihren abkühlenden Ehen mit Kindern, die sie nicht verstehen und von denen sie nicht verstanden werden. Und das einzige Fenster zum Licht, das sie sich erhofft und vorgestellt haben, stellt sich als ein drolliger Kinderfilm heraus? Unerhört. Fakt ist, Star Wars ist in erster Linie Material für Kinder und Jugendliche, für Teenager. Wenn du als 40-jähriger Geek die Chance bekommst, auf diesem Zug mitzufahren, also ein Zug, der eigentlich für Jugendliche gedacht ist, dann solltest du es vielleicht etwas leiser tun und sich darüber freuen, dass der Film auch der nächsten Generation etwas anbieten kann. All das wird sofort sichtbar, wenn man eben kein unmittelbarer Fan ist, wie es bei mir der Fall ist. Man kann doch schließlich einen Sachverhalt nicht betrachten, während man selbst ein Teil des betrachteten Objekts ist. Nicht wahr? Und versteht mich nicht falsch, ich mag Star Wars. Ich mag es genauso gerne, wie ich Pistazieneis mag oder den Geruch von Regen am Ende eines heißen Sommertags. Und deswegen kann ich sehen, dass die Prequels kaum schlechter waren als die drei sogenannten Originalfilme. Oder anders gesagt, in meinen Augen haben die Originalfilme genauso viele Schwächen. Hat er das wirklich gesagt? Die andere Frage, die hier in der Luft hängt, ist, wie die ganze neue Trilogie sein wird, die nun in diesen Tagen ihren Anfang genommen hatte. Ob man bemüht sein wird, dem millionenfachen Shitstorm aus dem Weg zu gehen? Wird man die Story besonders rau und realistisch produzieren, damit die stimmgewaltige Generation X nicht wieder aufbegehrt, wie bei den Prequels? Well, Lucas hatte zwischenzeitlich alle Rechte an Disney verkauft. Aber ich bin trotzdem sicher, es wird rauer und gewalttätiger zugehen. Doch das ist der generelle Zeitgeist. Das macht die Filme dann nicht weniger Filme für Teenager. Es ist nur so, dass wir heute Jugendfilme grundsätzlich brachialer und faschistoider produzieren, ob das nun Transformers sind oder die Tribute von Panem. Ich habe den neuen Star Wars Film noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich bin kein unmittelbarer Fan und werde ganz sicher nicht in irgendeiner Schlange für Kinoeintrittskarten stehen. In 6 Monaten auf einer DVD ist immer noch genug Zeit dafür. Und ich bin sicher, es wird gut sein und unterhaltsam. Wie gesagt, ich bin nicht gegen Star Wars. Aber wenn ich die DVD einlege, weiß ich, dass die Inhalte des Films nicht so ganz eine Trajektorie verfolgen, die durch mich hindurchgeht. Es sind die jüngeren Jahrgänge gemeint, also sollte ich mich nicht allzu arg in diese Schussrichtung der Botschaften drängen, denn das macht mich schließlich auch nicht jünger, nur alberner. Ja, wie diese 60-jährigen Herren, die sich ein rosarotes Sakko besorgen und dann in einer Vorstadt-Disco mit verdutzten 20-jährigen Girlies shakern. Um also wieder auf das Thema Musik zu kommen. Ist somit die Idee, dass Musik vor 30 Jahren besser war als heute, nur eine Illusion? Will jemand wirklich behaupten, dass heutige Chartmusik der Pop- und Rockwelt der 70er oder 80er ebenbürtig ist? Ernsthaft? Dieser Punkt ist nicht ganz so simpel, wie man annimmt. Haben wir in der populären Musik im Verlauf der letzten 50 Jahre Vielfalt eingebüßt? Aber hallo. Vor 40 Jahren war eine Chart-Tabelle bunt wie ein Obstsalat. Disco stand direkt neben Hard Rock, Elektronik zwängte sich neben Rock'n'Roll, Soul neben Punk. Die heutigen Charts reflektieren dieses epische Spielfeld nicht mal ansatzweise. Die meisten Chart-Songs heute sind entweder Hip-Hop oder eine dieser Britpop-Monstrositäten, bei denen der Gitarrist 3 Akkorde spielt und dazu irgendeine wehleidige Melodie jault. Aber das bedeutet nicht, dass Musik langweiliger geworden ist, denn Musik ist heute 1000-mal vielfältiger als vor 40 Jahren. Es ist nur so, dass die Charts bereits seit Mitte der 90er nicht mal ansatzweise dafür geeignet waren, um uns mitzuteilen, was am Puls der Zeit geschieht. Die Musik von der kulturellen Kampffront, und man möge mir diese militaristische Metapher verzeihen, befindet sich eben woanders und nicht in den Charts. Sie ist im Ozean des Internets zu finden. Sie ist regional, sie ist spontan, sie ist audiovisuell oder eine intime Angelegenheit zwischen Musikern und ihrem Publikum. Diese Spaltung hat bereits Mitte der 90er stattgefunden, als plötzlich Techno- und Hausveranstaltungen, die paar Jahre zuvor aus einem Kellerraum, einem Stroboskoplicht und 30 Enthusiasten bestanden haben, zu gigantischen Spektakeln für Millionen geworden sind. Pop und Rock hatte diesem vibrierenden Jugendphänomen nichts entgegenzuhalten und hat seitdem auch nicht wirklich wieder in die Spur
zurückgefunden. Die Sache mit Napster wird auch ihren Beitrag geleistet haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass in den 70ern der Umsatz mit Musik und die musikalische Innovation sich in einem seltenen, engen Bündnis befunden haben. Doch eine solche Allianz ist eher selten. Zumindest ist sie kein stabiler Zustand, bei dem sich irgendwer auf den Lorbeeren ausruhen könnte. Damals war die Idee eben, den Hörer herauszufordern, zu überraschen, mitzureißen und mit gänzlichen neuen Themen und Ideen zu konfrontieren. Das Publikum war aufgefordert, aktiv zu hören. Die Band verschwand nicht selten für Monate im Studio und dann präsentierten sie das Ergebnis, das Album. Ich meine, ganz ehrlich, wer sitzt schon heute da und fragt sich, wow, ich wundere mich wirklich, wie das neue Justin Timberlake-Album wird. Ich wünschte, ich wüsste, welche Themen es behandelt und wie gut die Mucke darin abgeht. Wer tut das wirklich? Heute geht man doch eher in Deckung vor all den superlästigen Werbemaßnahmen, die einen diktatorisch überall verfolgen. Und sogar ein Fan von Justin Timberlake denkt meistens nur, ah, okay, neues Album, gibt es da ein paar Tracks umsonst? Aber wir dürfen ein kleines Detail nicht vergessen. Die 60er und die 70er mögen außerordentlich fruchtbar gewesen sein und faszinierend, sie waren nicht minder kommerziell wie heute. Und wer damals nicht genug Ergebnisse heranschaffte, wurde zum Ballast erklärt und aus dem Heißluftballonkorb ausgeworfen. Da gab es dann auch kein Bandcamp und Soundcloud, wo man sich verlagern konnte. Bereits damals waren die Weichen nur auf eine Priorität gestellt. Der Konsument entscheidet, was gut ist, denn wir wollen sein Geld. Der zahlende Kunde ist der König. Und das klappte eine ganze Weile gut, denn diese unbeschriebene Tapete namens Rock'n'Roll war wirklich sehr, sehr groß, sodass der Reiz des Neuen noch eine ganze Weile bedient werden konnte. Und als Ende der 70er die Synthesizer auf dem Vormarsch waren, wurde schnell deutlich, dass die Popwelt noch mindestens ein ganzes Jahrzehnt voller hypermoderner Überraschungen bereithielt. Doch änderte das nichts daran, dass der Wille des Konsumenten mit jeder weiteren Runde dazu beitrug, dass diese Vielfalt langsam reduziert wurde. Die Toleranz für das vollkommen Neue nahm ab. Die Bereitschaft, die Welt der Popmusik als ein Abenteuer anzunehmen, eine persönliche Erkundungsreise, ging mit jedem Jahr etwas mehr zurück. Wir, die Zuhörer, haben schon immer die Charts geformt und spätestens seit dem Anbruch des 21. Jahrhunderts wurde klar, dass niemand mehr Pop und Rock als eine Terra Incognita empfindet. Plötzlich ging es mir darum, einfach den perfekten Song für das nervige Pendeln in und aus dem Büro zu finden. Dabei ist den Leuten gänzlich wurscht, dass dabei überall dieselben 4 Akkorde auftauchen, dieselben Motive, dieselben Emotionen. Popmusik wurde zu einem Nutzprodukt. Man hört nicht mehr aktiv, sondern passiv. Die Charts haben aufgehört, eine Plattform für Aufbruch und Entdeckung zu sein. Billboard spiegelte nicht mehr die vielfältigen Bekenntnisse einer Generation. Das Album als ein aussagekräftiges Kunstobjekt war Vergangenheit. Ja, also die Charts, die sind gänzlich belanglos geworden, doch Musik ist dadurch nicht langweiliger geworden, nur anders. Man muss ihr heute auf andere Arten und Weisen begegnen. Und übrigens, es gab auch damals eine Menge langweiliger Songs in den Charts. Nicht zu wenig davon. Es ist nur so, dass unser Gedächtnis nur die großartigen Meilensteine behalten hat und uns diese unentwegt auftischt. Das Problem ist, dass wir zu oft die Dinge in gewissen Absolutismen sehen wollen. Ist es früher besser oder schlechter gewesen? Bitte nur eine kurze Antwort. Tja, wir wissen doch alle ganz genau, dass die Welt nicht unbedingt mit kurzen Antworten beschreibbar ist. So können wir uns vielleicht darauf einigen, dass die Welt sich ständig verändert und verbessert. Doch diese Veränderung kann nicht ausschließlich als Einbahnstraße verstanden werden. Dinge gehen im Prozess verloren. Wir erfahren mit dem Internet den Zugang zu neuen Informationen und können mit Menschen rund um die Welt Kontakt aufnehmen, doch wir haben dafür auch einen Preis bezahlt. Wer von uns nimmt sich noch die Zeit, in der Bäckerei an der Straßenecke ein Schwätzchen zu halten? Wer hat schon die Zeit? Wer geht in den Park, um dort mit anderen Menschen zu sprechen? Man kann es schon tun, aber vermutlich wird man für einen Obdachlosen oder einen Päderast gehalten. Kommt man heute an Orte, die früher Schnittpunkte der Kommunikation waren, findet man bei den Anwesenden nur noch diese Körperhaltung vor. Und doch verbessern sich so viele Dinge um uns. Doch das ist oft etwas, das wir nicht bewusst wahrnehmen. Ein Beispiel. Eine relativ willkürliche Geschichte aus den hintersten Ecken meines Archivs.
Das hier ist die Ausgabe des Stern vom 17. August 1969. Also nicht so lange her. Der Vietnamkrieg läuft zu diesem Zeitpunkt auf Hochtouren. Die Beatles nehmen gerade ihr vorletztes Studioalbum Abbey Road auf und werden es in wenigen Wochen veröffentlichen. Jetzt, genau an diesem Tag, findet in den USA unweit eines kleinen Ortes namens Woodstock das größte Musikfestival aller Zeiten statt. Doch das aktuellste Thema dieser Tage ist natürlich die Mondlandung und inmitten all der pikanten Geschichten über Stars und Sternchen findet sich auch dieser befremdliche Bericht über einen Mann namens Maximilian Kroneder. Kroneder war allem Anschein nach ein Gangster aus München, der in die Türkei gefahren war, um dort Kunstschätze zu rauben. Hier ist die knappe Beschreibung des Tathergangs. Die mit dem Verhör beschäftigten Beamten der Istanbuler Polizei legen großen Wert darauf, Kroneder davon zu überzeugen, dass es für ihn das Beste sei, er gestehe erstens am 24. Juli in das Archäologische Museum Izmir eingedrungen zu sein, zweitens den 16-jährigen Nachtwächter Ismail Altentas ermordet zu haben und drittens hethitische, griechische, römische und seldschukische Kunstschätze im Wert von mindestens 20 Millionen Mark geraubt zu haben. Wenn das nicht wie ein Basil Davidson oder Eric Ambler Roman klingt. Ich lese mal ein paar Zeilen, um den Zeitgeist dieser Tage etwas heraufzubeschwören. Der Bericht beginnt mit den Worten: "Ein Bier bitte", sagte der deutsche Gangster Maximilian Kroneder, als er ins Polizeigefängnis Istanbul eingeliefert wurde. "Und dann eine gute Mahlzeit, ich habe nämlich Hunger." Es war der Freitag, der 1. August, 5 Uhr früh. 10 Stunden später, um 15 Uhr, war ihm der Appetit vergangen. Da war die erste Phase jener türkischen Spezialbehandlung zu Ende, die Polizeipräsident Muzaffer Çağlar Voruntersuchung nennt. 20 Schläge auf die nackten Fußsohlen, vor jeder Mahlzeit und nach jedem Verhör. Im Gefängnis wird der Räuber verhört und anschließend durch Faustschläge und vor allem die berüchtigte Bastonade gefoltert. Der Stern veröffentlicht ein doppelseitiges Foto aus seiner Gruppenzelle, wo sich Kroneder nur noch auf den Knien bewegen kann, da seine Fußsohlen kaputt sind. Am Ende der Reportage heißt es: "Auch das deutsche Generalkonsulat sieht keinen Grund zu besonderer Aktivität. Pressereferent Umlauf hatte von Kroneder, dem im Falle einer Verurteilung der Tod am Galgen droht, noch nie etwas gehört. Handelt es sich um einen Rauschgiftfall? Und der Leiter der Rechtsabteilung, Dr. Krämer, will wie üblich verfahren. Wir offerieren Deutschen, die hier im Gefängnis sitzen, eine Liste von Anwälten." Vier Tage nach der Verhaftung hatte es noch keinen Versuch gegeben, den Gangster zu sprechen. Die Brutalitäten bei den Verhören nimmt er nicht so schwer. Die Leute haben hier ja relativ große Freiheiten im Gefängnis. Gemessen an anderen europäischen Ländern wird die Behandlung nicht übel beurteilt. Aber es gibt natürlich welche, die mal was auf die Pfoten bekommen. Hier geht es nicht darum, ob der Mann schuldig ist oder nicht. Kroneder war offensichtlich ein Mörder, der den Nachtwächter eines Museums in Izmir brutal ermordet hatte. Falls man den Bericht glauben kann, war er ein egoistischer, gewalttätiger und ruchloser Mann. Doch könnte sich jemand heute vorstellen, dass deutsche Presse und Auswärtiges Amt mit einer solchen Kälte und teilweise Häme über einen Mann berichten würden, der gerade in der Türkei mit irgendwelchen barocken Methoden gefoltert wird? Hier hat sich in unserer soziopolitischen Kultur viel getan, und zwar massiv zum Besseren hin. Aber das übersieht man oft. Man ist schneller dabei, Dinge hervorzuheben, die sich verschlechtert haben, obwohl diese möglicherweise von geringerer Relevanz sind als jene Dinge, die sich nachhaltig verbessert haben. Die Frage, ob früher alles besser war, kann durchaus als eine sentimentale Marotte abgetan werden. Doch den dahinterliegenden Problemen wird man auf diese Weise nicht gerecht. Und ich? Ich gehe mir nun irgendein Album aus den 70ern anhören. Auf Vinyl. So wie es alte Langweiler eben tun. Picard out.